Hey Leute, ich bin's Mr. Jumpy und willkommen zum Let's Travel Nummer 4, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und zwar geht es jetzt speziell um XOR Gates. Ja. Eigentlich ganz einfach, hier mit zwei Inputs und einem Output. So, wenn ihr seht hinten die Fackel, ich stelle den Schalter um, Fackel geht aus, geht die andere Schalter um, sie geht wieder an. Geht sie wieder aus, geht sie wieder an. Ja, ich zeige euch, wie man die baut. Und zwar, zack, zack. Da, einfach so drei Blöcke, da zwei Fackeln dran. Da wieder. Wo ist der noch? Kommt da noch ein Block drüber? Da auch. Dann kommt die Holzstone wieder an den Himmel. Und einfach noch zwei Inverter. Und oben noch Redstone drauf. Richtig. So. So. Fertig ist es. Können wir testen. Aus. An. Aus. Genau. Okay, Verwendungsmöglichkeit. So. Und zwar ist das echt genial, Leute. Und zwar könnt ihr einfach die Eisentür. Legt den Schalter um. Geht auf, sie bleibt offen. Auf der anderen Seite legt ihr den anderen Schalter um. Und sie geht wieder zu. Wollt wieder raus. Wieder auf. Wieder zu. Ist doch geil, oder? Oder einfach einen Lichtschalter oder so bauen. Das geht genau, auch. Genau, geht auch. Zack. An. Aus. Ja, Mann. Okay. Diese XOR-Gates werden auch zum Subtrahieren verwendet bei Taschenrechnern. Aber dazu kommen wir dann noch später. Viel später, denke ich mal. Okay, das war jetzt wohl eine sehr kurze Aufnahme. Ist auch mal gut zur Abwechslung, ne? Wir haben heute, wir haben nicht gefailt, wir haben keine Outtakes dazu. Richtig geil. Okay. Ja, da könnt ihr gucken, wenn ihr hier eure Tür habt. Ja, der ist super symmetrisch gebaut. Hey, wake up! Genau, jetzt stupst mich auch wieder jemand an. Mitten in der Aufnahme. Ist jetzt egal, ich mache jetzt einfach weiter. Okay, Secret hat sich ja sehr symmetrisch gebaut. Einfach hinten wieder die Inputs von der Seite. Und hier wieder ein Output. Also ist wirklich ein sehr nützliches Gate, was ich auch jetzt so im normalen Welt verwende. Ist einfach geiles, dass man Schalter verwenden kann. So. Okay, das denke ich mal, das war schon wieder von uns. Und wir sagen tschüss, bis nächstes Mal kommentieren und abonnieren. Bye bye. Tschüss.